das Gebiet ab. Risiko. Thank you.
Wie oft habe ich diese Hütte für unsere alte Grünhaut geputzt? Gute Arbeit, Jake. Und, naja, Dexter wohl auch. Bevor wir damals durch den Spalt kamen, pflegte ich dieses Lebenskorn des großen Baumes. Scheinbar zieht seine Macht die Metallschädel an. Bringt das Korn nun zu Odin. Sie bereitet es für Samos vor. Du meinst für dich? Nein, das andere Ich. Dexter! Mein jüngeres Ich braucht die Macht des Korns, um weise zu werden. Also, sehe ich das richtig? Indem wir deinem jüngeren Ich das Lebenskorn bringen, haben wir dich quasi zu dem Weisen gemacht, der du heute bist und dir überhaupt erst zu deiner Macht verholfen. Und du hast uns nie gedankt? Ich danke euch, Dexter. Und jetzt macht schon! Thank you.
zurück. Regelt das Gebiet ab. Dieses Gebiet ist sperrt. Die nächste Ringherausforderung trennt die Jungs von den Männern. Zeig uns, ob du das packst. Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. Patrouille in Sektor 9. Wow. Yeah. Dann alle geht's weiter. Nervenbündel! Wie läuft's mit dem Krempel? Ich habe gute und schlechte News. Die guten, laut Chor haben wir genug Energie, um die Schutzwände aufrechtzuerhalten. Für den Moment ist die Stadt also sicher.
Aber ich weiß nicht, wie lange das System noch hält. Und die schlechten? Wir haben einen Haufen Metallschädeleier entdeckt, drüben beim Tagebau. Ihr müsst dorthin zurück und versuchen, die Eier zu zerstören, bevor eine neue Armee dieser grässlichen Viecher schlüpft. Vorhin hat der Kran einen großen Metallcontainer hochgehoben. Wenn wir auf den Container springen, könnten wir die Kiste von da oben fallen lassen. Hoch, springen, fallen? Wieso gefällt mir das nicht? Komm schon, Dax, gehen wir. Suche nach Verdächtigen. Alpha-Team, wir sind unterwegs.
bloß so lange. Wir mussten sogar das Mittagessen ausfallen lassen. Okay, okay. Eigentlich sagte sie, danke, dass ihr das Lebenskorn gerettet habt. Aber ich hätte es an ihrer Stelle nicht gesagt. Gebt Onin das Korn. Sie wird es für Samos vorbereiten. Vogelfutter. Pfoten weg, Staubwedel! Hör zu, du Ratte! Ich hab schon Vogelschwärme nach Süden geführt, als du noch ein Dreikäse hoch warst! Nicht, dass du jetzt viel größer wärst. Wenigstens bin ich kein fetter, blöd quatschender, zerlumpter Sprecher für die älteste Wahrsagerin der Welt! Jack sagt, auf Wiedersehen! Jack sagt, ich kann alleine denken! Jack sagt, ruf dir die Federn aus! Das war's, Rattengesicht! Jetzt bin ich richtig sauer! Schluss damit, alle beide! Dein Glück, dass ich so ausgemergelt bin. Onin sagt, bringt das energiegeladene Lebenskorn zum jungen Samos im Havenwald. Ohne die Energie sieht Samos den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schnell, geht! Verdächtige Aktivitäten in diesem Sektor. Dies ist eine Schwebeverbotszone. Samos hat gesagt, ich meine, du hast gesagt, oder egal, dein älteres Selbst. Ach, wer auch immer, wir haben gehört, du suchst das Lebenskorn. Ja, durch seine Kraft kann ich mit den Pflanzen sprechen. Da ist sie! Roger, wir sind auf Kurs. Ich sehe sie! Jack, beschütze mich vor diesen Gardisten. Ich muss den Pflanzen wichtige Fragen über unsere Zukunft stellen. Vielleicht kämpfen. Keine
Ich hatte durch das Lebenskorn eine fürchterliche Vision. Der Baron hat vor, den Prekursorstein zu zerstören. Er will ihn irgendwie aufbrechen. Und wenn er das tut, setzt er damit eine unvorstellbare Energie frei. Sie wird die Welt zerstören und alles Leben vernichten. Die Pflanzen, sie flehen uns um Hilfe an. Du musst den Baron aufhalten, Jack. Halt ihn auf, mit allen Mitteln. Jack und kleines oranges Kumpel. Trotzdem sei Dank, dass ich euch finden. Ihre Lurke geholfen einmal, ihr helfen nochmal. Hör zu, Butter. Wir haben im Moment unsere eigenen Probleme. Aber das viel Rabatt, das ihr gemacht bei Ausgrabung. Ich kenne alle Höhen ganz genau. Mars Grabmal ist nicht da. Jetzt Metallschädel gefunden, mein Lurkerdorf in Höhen. Haben Dorf ganz viel wehgetan. Und Lurkerbruder sitzen im Falle wie Tiere. Hallo? Sie sind Tiere. Wir nicht mehr ganz böse, schlechte Lörker, Orangenkopf. Wir jetzt gut, Metallschädlerbörse. Seh die Feinde sein. Ja, schätze, wir sitzen alle im selben Boot. Und das Schiff sinkt rasant, Bruder. Bitte, rettet schnell 6 Lörkerbrüder und Bruder küsst euch Füße. An alle, gehe zu Fuß weiter. Nein! Dies ist eine Schmiedeverbotszone.
verdächtige Insektzeug! Nein! Glaub's nicht, wir waren doch so nahe dran. Der Baron hat uns den Präkursorstein vor der Nase weggeschnappt. Und nach all der Planung und harten Arbeit hat uns Thorn verraten. Thorn hat es gut gemeint. Er hat einen von uns beschützt. Wir müssen den Stein zurückholen. Ich arbeite dran. Ja, wir arbeiten dran. Ich habe den Baron unterschätzt. Und jetzt scheint es, als hätte er sich auch den Jungen geschnappt. Denkt nach. Was wird er als nächstes tun? Naja, wenn ich den Precursor-Stein hätte, würde ich mit all dieser Macht einen riesigen Palast bauen. Einen Palast mit dem größten Harem, den die Welt je gesehen hat. Und mit einem Swimmingpool voll Schokolade. Und etwas Minze. Oh cool, ein riesiger Pool voll klebriger Schokolade. Dann würden die Mädchen und ich zusammen reinspringen. Was? Ihr müsst noch einmal zur Bohrinsel. Der Hauptkontrollturm dort muss unbedingt zerstört werden. Dann kann uns der Baron eine Zeit lang mit dem Echo keinen Schaden zufügen.